Willkommen zurück. Los geht's hier. Ich freue mich, unsere Zuschauer aus aller Welt hier begrüßen zu dürfen. Es wird nicht mehr lange dauern, bis der Ball rollt. Die Spieler sollten jeden Moment aus den Kabinen kommen. Ich bin Marco Hagemann, Ihr Kommentator für diese Partie. Und ich freue mich sehr, mit Hansi Küpper zusammen dieses Spiel kommentieren zu dürfen. Hallo Marco, ich freue mich. Die Fans erheben sich für die UEFA Champions League-Hymne. Na komm, los geht's hier. Das Spiel ist angepfiffen. Deine subjektive Einschätzung, Hansi. Welcher Spieler, denkst du, wird den Unterschied machen? Es hat schon Spiele gegeben, da hat ein Profi mehr Ballkontakte gehabt als alle Gegenspieler zusammen. Xabi Alonso immer anspielbar und alles, was er macht, ist produktiv. Definitiv. Es wird sich alles um ihn drehen. Überhaupt keine Frage. Es sieht gut aus. Ach komm. Rafinha, er hält einfach mal drauf. Oh, fuck. Es fehlt nur Millimeter zum Tor. Okay, er hat sich eine Menge zugetraut, das sah auch nicht schlecht aus, aber dass aus dieser Distanz der Ball reingeht, das ist schon extrem unwahrscheinlich. Na, war doch knapp, Alter. Das war der erste Torschuss in dieser Partie, in der Hoffnung, dass weitere folgen werden. Oh, Scheiße. Um sich für die nächste Runde zu qualifizieren, braucht es unbedingt einen Sieg. Ja, und vergesst nicht, wieder mir Dislikes drin zu kloppen im Video, von daher. Ich scheiß auf eure Dislikes, Alter. Und er ist immer noch am Ball. Mich auch interessieren eure Kommentare und Dislikes überhaupt nicht, Alter. Das erste Drittel. Geht mir übel am Arsch vorbei, ey, von daher. Wir haben immer noch keine Tore gesehen. Die dir nicht passt, sondern die kicken fertig. Das ist einfach, Alter. Müller. Die ganzen Bastarde, Alter. Denken sich über ein Spiel auf, bla bla bla. Kicken sich alle Video an, ey, Idioten, ey. Wessen Seite, Alter, scheiß auf die Dislikes und Kommentare. Den wird nicht Spaß, hat sich schon verbissen, ganz einfach, oder? Xabi Alonso, der kommt weit nach vorn. Schweinsteiger. Und Thomas Müller, Sensation. Das war ein vorsichtig formuliert optimistischer Versuch, um aus dieser Distanz zu treffen. Da muss mehr kommen. Na, komm her hier. Alle nur scheiß Neider, ey. Hater ohne Ende. Ja, schon scheiße, aber wenn man Hartz-IV-Empfänger ist, Alter, und sich ein Spiel nicht rufen kann, von daher. Nachher ist man aber natürlich immer schlauer, vor allem mit der guten Übersicht von hier oben. Gute Aktion des Torwarts. Ich kann mir gut vorstellen, da hatten die Fans die Arme schon oben, weil sie den Ball im Tor gesehen haben, aber nicht mit diesem Torhüter. Oh, fuck. Na denn, weiterhin 0 zu 0. Wir warten sehnlichst auf irgendetwas im Strafraum. Aber ich finde es immer wieder geil, wenn sich Leute so aufregen, Alter, über ein Video, ey. Ja. Wir haben einfach kein Leben, Alter, das nehmen, ne? Mario Götze. Oh, fuck. Millimeter fehlt. Machen Sie es mit dem feinen Innenspann oder machen Sie es mit dem Vollspann? Sie entscheiden sich für die Variante Hau drauf. Knallharter Schuss, aber kein Treffer. Mit dem Halbzeitpfiff des Schiedsrichters gehen wir in die Pause.
0:0. Bis jetzt keine Tore. Ja, kommt noch. Kommt noch. Nur noch 45 Minuten zu spielen und dann sind wir schlauer, was diese Gruppe angeht. Naja. Also die Leistung stimmte auf beiden Seiten im ersten Durchgang, auch wenn beide nicht getroffen haben. Die Schlüsselfrage im zweiten Durchgang. Wer? Na, ja. Sahnestückchen, aber mit geht Kerstin doch, Alter. Drauf. Er ist der Spieler, der die Klasse hat. Er ist der Spieler, der immer wieder beweist. In Situationen wie diesen gibt's auf der ganzen Welt kaum einen wie mich. Ich finde es wirklich bemerkenswert, dass das Tor noch steht. Also ich habe fast die Vermutung, dass der Torhüter froh ist, dass er hier nicht mehr die Hand an den Ball bekommen hat. Sehr schön. Da jetzt. Sie haben das so wichtige erste Tor erzielt. Sie wollen die Gruppenphase überstehen. Sie haben gearbeitet und deswegen haben sie sich jetzt auch mit diesem Tor. Oh, ey. Er versucht, das Mittelfeld direkt zu überbrücken. Scheiße. Mario Götze haut ihn nach vorne. Ja, wunderbar. Die Chance. Oh. Ah, da war der Torwart schon geschlagen. Einfach mal weggedroschen. Scheiße. Und der Linienrichter hebt die Fahne. Der Torhüter haut ihn weit raus. Ja, komm. Den Ball kontrollieren Sie. Aber besonders mutig oder überraschend sind ihre Aktionen nicht. Na. Ey. Der FC Bayern München greift immer noch nicht auf die Bank zurück. Ronja. Scheiße. Der Ball ist links draußen. Bin mal gespannt. Oh, komm. Nein, nee. Das nächste Mal müssen ihn die Kollegen vielleicht ein bisschen besser unterstützen. So, ja, nee, hier. Wer damit? Xabi Alonso. Lewandowski. Der ist schön durchgekommen. Oh, scheiße. Ja, das macht er gut. Mit sehr viel Routine, ganz ab. Oh. Komm, Renner, Mann. Lewandowski. Der FC Bayern München. Oh, fuck. Zu Beginn der zweiten Hälfte ein Tor. Und geht damit 1:0 in Führung. Yeah, yeah. Schöne, entschlossene Offensivaktion. Aber die Verteidigung hat gut aufgepasst. Da war er ganz auf sich allein gestellt gegen eine gegnerische Übermacht. Vielleicht war in dieser Situation wirklich Hampelei nicht mehr. Hampelei hier, ey. Nur noch wenige Minuten. Sie müssen jetzt ganz schnell den Ball nach vorne bringen. Ja, rück dich ab, ey. Komm. Der FC Bayern München muss jetzt nur noch das Ergebnis über die Zeit bringen. Jetzt oder nie. Die Zeit wird langsam knapp. Er zieht in Richtung Tor. Schweinsteiger. Und direkt in die Sturmspitze. Das ist Mario Götze. Und der kommt durch. Ach, der Bann. Und das war's. Der Schiedsrichter pfeift ab. Das war's. Und damit ziehen sie in die K.O.-Runde der UEFA Champions League ein. Da geht es dann richtig ans Eingemachte. Sie wollten unbedingt weiterkommen und sie haben heute das Weiterkommen klargemacht. Für die Fans
ist geil. Heute ein Traum in Erfüllung gegangen. Dann machen wir mal weiter hier. Ja, läuft doch. Würde sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Und nicht vergessen, vergesst nicht wieder zu disliken. Ihr könnt da ja so gut, aber wie gesagt, da drauf, hier wirken Scheiß, ey. Wenn ihr das nicht gucken wollt, dann schaltet halt weg. Dann ist mein Problem dann. Also, bis dann.